Hallo, eine der häufigen Fragen lautet, kann man das Xyfly-Kettenblatt demontieren? Das kann man auf jeden Fall. Ich werde jetzt gleich die vier Kettenblattschrauben lösen und euch dann zeigen, wie man das Kettenblatt ganz einfach abnehmen kann. Ja, und schon ist das Xyfly-Kettenblatt lose und man kann das dann dementsprechend tauschen. Man sieht ja auch schon an dem Ausschnitt, es ist also auch verdrehsicher angeordnet. Selbst wenn jetzt der Kettenblattschutz ab wäre, kann ich das Xyfly-Kettenblatt nur wieder in der einen Richtung montieren. Das heißt, ich drehe das dann über das Pendel, richte ich das aus und habe gleichzeitig die Verdrehsicherung und kann es dann auch wieder montieren.